Ja, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen, leider nicht hier in dem wunderbaren Ambiente des Landschaftsparks Nord, aber gleichwohl, wir freuen uns sehr, dass Sie uns zugeschaltet sind und ich begrüße ebenfalls die Podiumsteilnehmenden für die heutige Pressekonferenz oder für das Pressegespräch, das der vierten internationalen Konferenz für interdisziplinäre Placeboforschung, kurz SIPS, vorgeschaltet ist. Die SIPS, also die Gesellschaft für interdisziplinäre Placeboforschung, ist eine internationale Vereinigung von renommierten WissenschaftlerInnen, die das Ziel verfolgen, den Placebo-Effekt in der medizinischen Behandlung, in der Psychotherapie und in der komplementären und alternativen Behandlung zu verstehen und auch zu nutzen. Und insofern freue ich mich, dass Sie Interesse haben an diesem ja auch gesellschaftlich sehr relevanten Thema und sich entsprechend zugeschaltet haben. Ich hoffe, dass ich mit der Technik klarkomme. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Verfahren nutze, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das alle gemeinsam schaffen. Und bevor ich die Damen und Herren vorstelle, würde ich gerne sagen, wer ich bin. Mein Name ist Scarlett Brune-Wawa. Ich bin die Leiterin der Stabsstelle des Rektorates Hochschulmanagement und Kommunikation an der Universität Duisburg-Essen. Und ich darf Sie in den folgenden 60 Minuten durch dieses Pressegespräch begleiten. Zum Ablauf. Also nach einer kurzen Einleitung würde ich Ihnen die PodiumsteilnehmerInnen gerne kurz vorstellen und dann folgen 3- bis 5-minütige Eingangsstatements aller 4 beteiligten Personen hier auf der Bühne und im Anschluss an jedes Statement können Sie schon mal kurz Fragen stellen, die ich hoffentlich dann hier auf diesem Display erkennen kann. Und nach den Eingangsstatements werden wir das Plenum öffnen für alle Fragen, die ich dann auch entsprechend hier sammeln und weitergeben werde. Gut, dann starten wir. Und zwar, setze ich Vertrauen in eine Therapie? Bin ich optimistisch und setze auf den Erfolg von Behandlung und Arznei? Oder bin ich eher kritisch und fürchte ich negative Nebenwirkungen? Wir schlucken Tabletten, weil sie schon mal geholfen haben und dies jetzt vielleicht wieder tun. Oder wir nehmen sie zum ersten Mal und lesen beunruhigt den Beipackzettel und mögliche Nebenwirkungen. Unsere Erwartungen sind in diesen Situationen aufgrund vielschichtiger Faktoren völlig unterschiedlich und damit vermutlich auch die Wirkung des Medikaments im Speziellen oder auch der medizinischen Behandlung insgesamt. Wie lässt sich das erklären und wie geht man in der medizinischen Forschung und Behandlung damit um? Um genau diese Fragen geht es heute hier zum ersten Mal in Deutschland bei dieser großen internationalen Konferenz, bei der sich ungefähr 300 Expertinnen aus Europa, USA und Australien zusammengefunden haben, um von heute an bis zum kommenden Samstag über eben die neuesten Erkenntnisse der internationalen Forschung, über die Kraft dieser Erwartungen zu diskutieren. Unter dem interessanten Titel, wie ich finde, vom Labor zum Krankenbett und zurück. Unter den teilnehmenden WissenschaftlerInnen findet sich ein breites Spektrum von klinischen, grundlagenorientierten und translationalen ExpertInnen aus den Bereichen der Neurowissenschaften, der Psychologie, aus verschiedenen Bereichen der Medizin sowie Forschenden aus angrenzenden therapeutischen Bereichen wie zum Beispiel der Physiotherapie. Dieses klinisch hochrelevante Thema des Einflusses der Behandlungserwartung von PatientInnen und die große Bedeutung von Placebo- und Nocebo-Effekten auf den Erfolg von Therapien soll hier also interdisziplinär mit internationalen WissenschaftlerInnen betrachtet und zwischen den Fachgebieten diskutiert werden. 4 dieser international anerkannten Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher sitzen jetzt hier neben mir oder stehen neben mir auf dem Podium. Um uns und Ihnen einen ersten Eindruck über die spannenden Vorträge und relevanten Fragestellungen zu geben.
Und dazu begrüße ich zunächst Frau Professor Dr. Ulrike Bingel. Sie ist Neurologin und Leiterin des Zentrums für Schmerzmedizin am Universitätsklinikum Essen. Zudem ist sie Sprecherin des Sonderforschungsbereiches Transregio Treatment Expectation, in dem sich ein interdisziplinäres Team eben genau mit den offenen Fragen rund um den Einfluss von Erwartungen von Patientinnen auf die Wirksamkeit medizinischer Behandlungen befasst, sodass, es ergibt sich quasi, Frau Professor Bingel auch die Kongresspräsidentin der diesjährigen SIPS-Tagung ist. Herzlich willkommen. Als zweites möchte ich begrüßen Herrn Professor Dr. Winfried Rief. Er ist Leiter der Psychotherapieambulanz und der Einheit Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Philipps-Universität in Marburg. Dann aus den Niederlanden zu uns gekommen und ebenfalls herzlich willkommen Frau Professor Dr. Andrea Evers vom Institute of Psychology an der Universität in Leiden. And last but not least, a very warm welcome to Professor Ben Colagiuri von der School of Psychology an der University of Sydney in Australien. Ihnen zusammen nochmal allen ein herzliches Willkommen. Fragen, die ich jetzt gerne einleitend zu Ihren Statements richten würde, bevor wir eben auch die Fragen von Journalistinnen und Journalisten, die uns zuschauen, zulassen. Frau Professor Bingel, meine erste Frage möchte ich gerne an Sie stellen als diesjährige Kongresspräsidentin und so etwas Ähnliches wie Gastgeberin dieser diesjährigen Konferenz. In der Medizin ist der Placebo-Effekt ja definiert als positive gesundheitliche Wirkung, die sich allein aus der Annahme ergibt, dass eine bestimmte Behandlung helfen wird. Nun kann ich mir aber vorstellen, dass der Placebo-Effekt in klinischen Grundlagenstudien nicht nur ein Segen, sondern vielleicht auch ein Fluch sein kann, weil er gewisse Studien oder die Einführung neuer Medikamente ja durchaus torpedieren kann. Wenn ich als Patientin sage, das hat geholfen, ist das ja rein subjektiv und nicht zwingend valide und evidenzbasiert. Insofern, wie darf man sich Ihre Vorgehensweise in dem komplexen Themenfeld der Placebo-Forschung vorstellen und was bedeutet es, wenn Sie in Ihrem Vortragstitel von den Untersuchungen zur Wirkung von den Patientinnen und ihrer hauseigenen Apotheke, von der sie profitieren können, sprechen? Ja, das mache ich sehr gerne. Okay. Ich springe direkt in meine Präsentation, um Ihnen zu zeigen, in welchem Spannungsfeld wir uns da bewegen. Sie hatten gesagt, die klinischen Studien sind eine Herausforderung, das ist absolut der Fall. Vielleicht noch mal zur Einführung. Wir setzen ja traditionell die Placebos als wirkstofffreie Präparate oder Behandlung ohne intrinsische Wirksamkeit in den placebo-kontrollierten klinischen Studien ein, damit sich neue Medikamente oder neue Behandlungsverfahren beweisen. Die werden nur zugelassen, wenn sie besser sind als das Placebo. Und Sie sehen hier mal so eine typische Situation aus einer klinischen Studie. Hier geht es um die chronische Migräne und es wurde getestet, ob Botulinumtoxin die Migränehäufigkeit reduziert. Und es wurde verglichen damit, dass Patientinnen und Patienten ein Placebo bekommen haben. Und Sie sehen hier diese beiden, diese beiden Kurven. Sie sehen, so viele Tage weniger Migräne haben Patientinnen, wenn sie das Placebo bekommen. Und so viele Tage weniger, wenn Sie das echte Medikament bekommen. Und Sie sehen daraus zwei Dinge. Der Löwenanteil der Wirksamkeit hier, insbesondere in der Schmerztherapie, tritt schon durch das Placebo auf. Und dann, hoffentlich, gibt es noch einen signifikanten Unterschied durch das Medikament on top. In der klinischen Studie geht es immer darum zu beweisen, dass dieser Abschnitt hier möglichst groß ist. Und daher kommt auch das Buhmann-Image des Placebo-Effekts, weil viele Medikamentenentwicklungen scheitern, weil sie diese Hürde nicht überspringen. Das, was Sie als Patientin oder Patient aber ja eigentlich gerne erleben wollen, ist das hier beides zusammen.
Und wir versuchen mit unserer Forschung besser zu erklären, was sich hier oben in diesem Bereich tut, wie das funktioniert und wie sich das mit der Wirkung von Medikamenten kombinieren lässt. Wir haben in den letzten Jahren schon sehr viel gelernt. Wir wissen, dass diese Placebos Effekte haben. Wir wissen aber, dass es nicht das Placebo ist, was da wirkt, sondern die daran geknüpfte Erwartung und oder Vorerfahrung, die ich mit einer Behandlung oder einem ganzen Behandlungskontext habe. Und da hat natürlich die Arzt-Patienten-Kommunikation großen Einfluss. Das wird die Frau Professorin Evers Ihnen gleich auch noch beleuchten. Was passiert dabei jetzt in Gehirn und Körper? Sie hatten es angesprochen, das ist ja gerade beim Schmerz erstmal subjektiv und schwer messbar. Lange hatten Placebo-Effekte auch die Konnotation, dass das irgendwie alles Einbildung ist. Das ist eben nicht so und das ist das Ergebnis von vielen Jahren intensiver neurowissenschaftlicher Forschung. Wir wissen, dass es bei diesen Placebo-Effekten zu sehr komplexen neurobiologischen Phänomenen kommt. Am Beispiel der Placebo-Analgesie, also der Schmerzlinderung durch positive Erwartung, wird dieses System hier aktiv. Man kann das auch körpereigene Schmerzbremse nennen, aber es ist unser deszendierendes, schmerzmodulierendes System. Dabei werden endogene Opioide, Endorphine, Dopamin, auch Cannabinoide kontextabhängig ausgeschüttet. Also es kommt hier zur Mobilisierung von körpereigenen Botenstoffen, die man auch als körpereigene Apotheke bezeichnen kann. Im Bereich der Schmerztherapie sind diese Effekte schon sehr gut untersucht. Da wissen wir über die neurobiologischen Mechanismen schon viel. Über die Mechanismen von anderen Placebo-Effekten wissen wir noch relativ wenig. Wir wissen, dass es die gibt. Es gibt kein körperliches System, das nicht auf Placebos reagiert. Die Auswirkungen sind unterschiedlich groß. Im Bereich Schmerz, Depression, Fatigue, Müdigkeit sind die Effekte sehr groß. Aber auch im Immunsystem, Gastrointestinaltrakt, Atmung und Kreislauf sind sie vorhanden. Aber was da ganz genau passiert, das wissen wir noch nicht so gut. Aber nehmen Sie mit, diese Effekte gibt es in allen Systemen und die sind mit messbaren Veränderungen in Gehirn und Körper verbunden und nicht eingebildet. Die für mich persönlich allerwichtigste Frage ist, was haben denn diese Effekte mit echten Medikamenten zu tun? Denn wir wollen ja, bis auf Ausnahmen, die wir vielleicht noch diskutieren können, unsere Patientinnen und Patienten mit leitliniengerechten Goldstandard-Therapien behandeln und nicht mit Placebos. Wie gesagt, über Ausnahmen sprechen wir noch. Und ich möchte Ihnen in den folgenden Dias zeigen, dass Erwartungen und echte Medikamente eben auch sehr viel miteinander zu tun haben. Das kann man in diesen Experimenten sehen. Wenn man also ein Medikament in identischer Dosis einmal verdeckt gibt, ohne dass der Patient oder die Patientin das in dem Moment weiß, kann man das vergleichen mit einer offenen Injektion. Das bedeutet, man hat das Medikament plus die Erwartung, das Medikament zu erhalten. Und Sie sehen das hier nur mal exemplarisch für zwei Schmerzmedikamente. Umso länger der Balken ist, umso größer die Schmerzreduktion durch das Medikament. Und Sie sehen, einfach nur zu wissen, dass man gerade ein Medikament bekommt, macht es wirksamer. Im Fall von diesem rechten Medikament, dem Ketorolac, verdoppelte analgetische Wirkung nur, weil der Patient weiß, dass er gerade behandelt wird. Und das demonstriert nochmal das, was ich eingangs gezeigt habe. Im echten klinischen Leben setzen sich Behandlungserfolge aus einem hoffentlich pharmakologisch wirksamen Agens zusammen und einem zweiten Effekt. Und ob der jetzt Erwartungseffekt, Placebo-Effekt oder Kontexteffekt heißt, da kann man sich lange drüber streiten, ist aus meiner Sicht völlig irrelevant. Aber diese beiden Komponenten kommen zusammen und determinieren den Behandlungserfolg. Bedauerlicherweise sind nicht alle Erwartungen positiv. Und wenn wir eine unerwünschte Wirkung durch negative Erwartungen haben, dann sprechen wir auch von Nocebo-Effekten. Und bedauerlicherweise muss man davon ausgehen, dass solche Nocebo-Effekte im klinischen Alltag vielleicht ein noch viel größeres Problem sind als die Placebo-Effekte. Sie müssen das nicht alles lesen, ich stelle Ihnen das auch gern zur Verfügung. Die Punchline ist, ein großer Anteil von unerwünschten Wirkungen, die Patientinnen und Patienten im Rahmen von medikamentösen Behandlungen erleben, sind letztendlich durch negative Erwartungen, Ängste und Sorge getrieben. Das ist auch nochmal ein besonderes Problem bei der Umstellung von Originalpräparaten auf Generika. Und wir wissen, dass auch individuelle psychologische Faktoren Einfluss nehmen, wie empfänglich jemand für unerwünschte Wirkungen ist.
Das heißt, Erwartung als treibende Kraft von den Placebo-Effekten beeinflusst auch ganz unabhängig von der Gabe von Placebos die Wirksamkeit und Verträglichkeit von jeglicher medikamentösen oder auch anderer medizinischer oder auch psychotherapeutischer Behandlung. Eine große Herausforderung, die uns gestellt wird als Forschende, ist zu verstehen, warum sind diese Effekte unterschiedlich von einer Person zu einer anderen Person, von einer Erkrankung zu einer anderen Erkrankung, von einem körperlichen System zum anderen und manchmal sogar kontextabhängig. Also da müssen wir noch viel, viel verstehen. Aber das wäre natürlich sehr hilfreich, wenn man es im klinischen Alltag anwendet. Was möchten wir jetzt als Sonderforschungsbereich Treatment Expectation leisten? Wir wollen eben versuchen zu verstehen, was passiert bei Behandlungserwartung in Gehirn und Körper, nicht nur beim Schmerz, sondern auch bei anderen Erkrankungen. Warum sind unterschiedliche Erkrankungen und unterschiedliche Patientinnen unterschiedlich empfänglich für diese Effekte? Und vor allem, wie kann man diese Effekte systematisch in einer personalisierten Form einsetzen, um die Wirksamkeit von Medikamenten zu verbessern, um die Verträglichkeit zu verbessern, um ein ungewolltes Absetzen zu vermeiden? Denn wenn Patienten aus Angst vor Nebenwirkungen Medikamente absetzen, geht ihnen da ja ein ganz wichtiger Schutz vor Behandlung auch verloren. Das sind so die Ziele, die wir verfolgen. Und damit bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Sie können sich auch immer gerne erkundigen. Wir haben eine Twitter und Webseite und Instagram, da haben wir auch viele Informationen nochmal zusammengetragen, falls wir jetzt in der Stunde nicht alles beantworten können. Also da lade ich Sie sehr herzlich zu ein. Ja, vielen Dank für die Präsentation, Frau Bingel. Jetzt habe ich auch ein bisschen verstanden, was mit der hauseigenen Apotheke gemeint ist. Meine Frage an die Journalistinnen und Journalisten. Wir werden am Ende einen gesammelten Frageblock machen, aber drängt Ihnen irgendwie eine Frage gerade besonders im Kopf, dann geben Sie die gerne ein und ich hoffe, dass ich dann hier auch etwas lesen kann. Das ist zunächst einmal nicht der Fall und insofern möchte ich gerne weitergehen zu Herrn Professor Winfried Rief. Herr Professor Rief, Sie beschäftigen sich in Ihren Studien auch mit der Wirkung von Placebo-Effekten. Placebo, ich werde gefallen, aber ebenso auch mit den Nocebo-Effekten. Nocebo, ich werde schaden, also mit dem Gegenteil, nämlich der Erwartung von Patientinnen auf negative Folgen medizinischer Behandlungen. Und Ihr Forschungsspektrum umfasst dabei ein enorm breites Feld, nämlich von der Depression bis zur Herzoperation, also von einer seelischen Erkrankung bis hin zu einer schweren körperlichen Krankheit. Sind die zugrunde liegenden Mechanismen trotz der Unterschiedlichkeit der Befunde doch irgendwie vergleichbar? Ja, ich glaube, es ist hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, egal welche Krankheit es ist, sie trifft immer denselben Menschen. Und dieser Mensch macht sich Gedanken darüber, entwickelt Ängste, was das für eine Krankheit ist, wie sie sich weiterentwickeln wird, ob sie behandelbar ist. Also es trifft immer auf den Faktor Mensch und das ist letztendlich das, was wir hier mit den Studien zur Erforschung von Placebo- und Nocebo-Effekten stark in den Mittelpunkt stellen. Wie verarbeitet der Mensch die Information, dass er oder sie jetzt eine Krankheit hat und eine Behandlung bekommt? Deshalb gibt es da in der Tat aus unserer Sicht und nach aktuellem Forschungsstand sozusagen gemeinsame Spuren und Pfade, wie damit umgegangen wird. Aber selbstverständlich hat auch jeder und jede Krankheit auch ihre eigene Dynamik und ihre Behandlung hat besondere Herausforderungen, sodass wir schon auch das Spezifische sehen wollen. Aber wir haben hier einen starken Fokus auf das Übergeordnete. Was sind die Erwartungen? Was ist der Mensch, der mit seiner Erkrankung und Behandlung in einer bestimmten Form umgeht? Mache ich gleich weiter? Ja. Gerne. Ja, warum Depression jetzt hier vielleicht als ein Beispiel in den Mittelpunkt zu stellen? Einer der Hauptgründe dafür ist, dass einfach sehr, sehr viele Menschen von Depressionen betroffen sind. Wir gehen heute davon aus, dass etwa jeder sechste Bundesbürger und Bürgerin im Laufe des Lebens eine Depression erleiden wird. Das heißt, entweder ist man selbst schon betroffen oder es ist irgendwie ein Familienmitglied, was an Depressionen betroffen wird.
Und wir haben da laut wissenschaftlich fundierten Leitlinien zwei Behandlungsmöglichkeiten. Das eine ist die Pharmakotherapie mit Antidepressiva, das andere die Psychotherapie. Aber der Griff zum Rezeptblock ist einfach etwas schneller, sodass die meisten Menschen mit Depressionen Antidepressiva verschrieben bekommen. Und wir wissen heute, das ist zwischenzeitlich einer der größten Medikamentenmärkte überhaupt. In den USA steuern wir zum Teil schon auf letztendlich 20% Personen zu, die Antidepressiva einnehmen. Also ein riesiger Markt, einer der größten. Und wir wissen auch, dass aus den Studien, dass von den Effekten, die Antidepressiva zeigen, dass in den Studien bereits die Placebo-Verabreichung ebenfalls 80% schon der Effekte erreicht von den Antidepressiva. Also ähnlich wie Frau Bingel das gerade dargestellt hat beim Botox, haben wir hier bei den Antidepressiva einfach in den Placebo-Armen schon ganz starke positive Effekte. Und das ist umso erstaunlicher, da diese Studien ja eigentlich entwickelt sind, um den Medikamenteneffekt zu zeigen. Die sind nicht entwickelt, um zu zeigen, wie viel Potenzial haben wir in den menschlichen Erwartungen im Umgang mit den Behandlungen, sodass das Potenzial da noch größer ist. Und das konnten wir auch in experimentellen Studien zeigen, die jetzt nicht nur einfach ein Medikament prüfen, also, sondern das Potenzial prüfen, das wir mit Erwartungen haben. Das ist sehr groß, im positiven Sinne, aber eben auch, wie schon kurz angesprochen, im negativen Sinne. Bei der Behandlung mit Antidepressiva haben wir Ansetzeffekte, gerade die ersten Tage, dass Patienten, Patientinnen Nebenwirkungen beschreiben, aber auch Behandlungseffekte im weiteren Verlauf, die ungünstig sind, Nebenwirkungen. Und beim Absetzen gibt es ebenfalls gegebenenfalls Rückfälle oder wieder letztendlich zusätzliche Symptome. Das heißt, überall hier ist auch das Potenzial, dass durch die Erwartungen der Patientinnen und Patienten die Effekte entweder gedämpft werden oder verstärkt werden. Und das konnten wir auch in Studien dann zeigen. Und hier kommt nun auch der Faktor Arzt-Patient-Beziehung, Ärztin-Patientin-Beziehung herein, die letztendlich so eine Art Puffer darstellen kann. Wenn das gut ist, wenn ich dem Arzt vertraue oder der Ärztin und Zuversicht habe, die macht schon das Richtige mit mir, dann schützt mich das auch vor der Entwicklung von Nebenwirkungen im weiteren Verlauf und kann hier also über diese menschliche Schiene auch etwas zum Wohlbefinden und zu einem erfolgreichen Behandeln beitragen. Warum jetzt auch körperliche Erkrankungen, schwere körperliche Krankheiten? Da war natürlich eine Überlegung, gut, bei Schmerz wird dargestellt oder bei Depression kann man ja sagen, ist ja irgendwo immer auch stark subjektiv als solches. Und deswegen wollten wir auch einfach ein Indikationsgebiet aussuchen, was wirklich erhaben ist über jeden Verdacht, dass da die Psychologie zu stark in den Vordergrund sich drängen würde. Und so kamen wir dann auf die Herzchirurgie-Patientinnen und Patientinnen und konnten da zeigen, dass auch bei denen die Erwartungen vor der Operation die beste Vorhersage zulässt, wie geht es den Menschen nach der Operation. Und daraus haben wir dann abgeleitet, lasst uns doch auch etwas Sinnvolles daraus aus dieser Forschung machen, sodass wir Patientinnen und Patienten, bevor sie dann eine Herzoperation über sie ergehen lassen mussten, dann eine psychologische Intervention bekamen zur Vorbereitung und zur Entwicklung von positiven Erwartungen für die Zeit nach der Operation. Das heißt also, die Patientinnen und Patienten sollten sozusagen eine geistige Landkarte entwickeln, wie die Zeit danach weitergeht in der Genesung, wie sie langsam wieder ihr Leben rückgewinnen können. Und was wir zeigen konnten, ist, dass das wirklich dazu beiträgt, dass es den Herzchirurgie-Patientinnen und Patienten 6 Monate nach dem herzchirurgischen Eingriff besser geht, dass sie mehr wieder im Leben stehen, aktiver sind und mehr Freude im Leben haben als solches. Es bestätigt sich also bei ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern, wenn wir die Erwartungen von Patientinnen und Patienten berücksichtigen, wenn wir berücksichtigen auch, was da für Lernprozesse ablaufen im Umgang mit Medikamenten, also das Verstehen als einen Lernprozess und daraus versuchen, etwas Gutes zu machen, dann können wir wirklich vieles zum Wohl von Patientinnen und Patienten erreichen. Deswegen sind wir sehr fasziniert von dieser Forschung und wollen da auch gerne weitermachen. Vielen Dank, Herr Professor Rief. Es sind inzwischen 2 Fragen über den Chat eingegangen von Frau Christiane Fuchs, NetDoktor. Und die erste Frage stelle ich noch mal ein bisschen zurück, weil Sie
übergreifend ist, aber die zweite richtet sich im Grunde genommen genau an Ihre Ausführung. Und zwar, wieso wirken Antidepressiva erst nach Wochen? Der Placebo-Effekt müsste doch sofort einsetzen. Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil viele von Ihnen werden die biologische Theorie zur Depression kennen mit Serotonin und Noradrenalin im synaptischen Spalt. Und gleichzeitig weiß man aber, dass Antidepressiva ihre positive antidepressive Wirkung oftmals erst nach 2-3 Wochen entfalten. Und das ist insofern wichtig, weil es zeigt, wir sind da auch über Jahrzehnte von einem falschen Modell ausgegangen. Antidepressiva führen dazu, dass Serotonin, Noradrenalin im synaptischen Spalt nach wenigen Stunden bereits in der Konzentration deutlich erhöht wird. Trotzdem geht es dem Menschen erstmal oftmals nicht besser, sondern er spürt oder sie spürt die Nebenwirkungen als erstes. Und die antidepressive Wirkung setzt oftmals später erst ein. Es ist nicht mehr ganz so krass, wenn wir es heute anschauen. Man sieht, das flutet schon langsam an in diesen 2 Wochen, aber es flutet halt parallel an in dem Placeboarm und im Medikamentenarm. Wir stellen hier also unsere Modelle um, welche psychobiologischen oder biologischen Komponenten bei der Depression hier relevant sind. Aber wir müssen auch etwas bescheiden momentan sagen, wir behandeln mit Antidepressiva ein biologisches System, was in dem Sinne nicht wirklich besonders auffällig ist. Also die Wirkung ist auch von Antidepressiva nicht wirklich in dem Sinne ursachenorientiert, so wie beim Insulin, beim Diabetes oder so, dass ich sage, hier muss was direkt an diesem System biologisch sich ändern. Ich habe hier so ein biologisches System nicht identifiziert bisher. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass die Antidepressiva zum Großteil auch indirekt letztendlich auf die Depression wirken, weil wir gar kein biologisches Depressionssystem haben. Gut, vielen Dank. Ich stelle die anderen Fragen noch für einen Moment zurück und gehe erst einmal weiter mit Frau Professor Evers. Wenn ich es richtig verstanden habe, kombinieren Sie in besonderer Weise die Grundlagenforschung an Placebo- und Nocebo-Effekten mit der Anwendung in der medizinischen Praxis. Und welche Maßnahmen oder Schritte, Prozesse sehen Sie als besonders wichtig und unabdingbar an, damit die Erkenntnisse aus der Placebo-Forschung auch Eingang in den medizinischen Alltag finden können? Ja, schönen Dank für diese Einleitung. Ich denke, das Besondere ist wirklich, dass wir in den letzten, sag mal, 10, 20 Jahren uns wirklich fokussen, auch über die konkreten Zupassungen eben der klinischen Praxis, die wir eben machen können. Dass wir einerseits natürlich viel mehr wissen, wie der Placebo-Effekt funktioniert, aber jetzt es eben auch konkret umsetzen in die Praxis. Und das geht über verschiedenste Möglichkeiten. Und einer dieser Fokussen ist zum Beispiel die Arzt-Patient-Kommunikation, wo wir ja eben schon ein und andere darüber gesagt haben. Und ich habe da auch mehrere Slides drüber. Vielleicht können die auch gestartet werden. Ja. Naja, die Arzt-Patient-Kommunikation, diese eigentlich eine, spielt eine Schlüsselrolle darin. Und das ist natürlich sowohl die Erwartung des Arztes, aber auch die Erwartung der Patienten. Und wir sind eigentlich unheimlich stolz, dass wir das jetzt in dieser, auf dieser Konferenz, steht das auch wieder ganz zentral. Aber das ist auch, weil ich bin zufällig auch die Präsidentin dieser internationalen Vereinigung, das ist auch ein primäres Ziel unserer Gesellschaft, dass wir also nicht nur die Grundlagenforschung, sondern auch immer gucken, was kann das für Patienten bedeuten, was bedeutet das für Ärzte in den verschiedensten Bereichen. Unsere Ziele sind darin eigentlich, weil man kann das auch nicht allein machen, man muss dabei eigentlich zusammenarbeiten mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen, das sehen wir hier auch, das sehen wir auf der Konferenz auch, um dann auch zum Beispiel ethisch zu gucken, was ist denn da möglich eigentlich, ne? Und wie können wir den Placebo-Effekt einsetzen zur Verbesserung von Behandlungsergebnissen. Und da haben wir in früheren Konferenzen schon nachgeguckt. Unter anderem haben wir eher dafür schon mal klinische Empfehlungen auch formuliert. Und da kamen eigentlich 2 wichtige Sachen raus, nämlich es ist eigentlich sehr wichtig, dass man Patienten in welcher Phase denn auch informiert über den Placebo- und Nocebo-Effekt. Und weil im Grunde ist das im Moment nicht wirklich die Standardausbildung von Ärzten und anderen Professionals, dass man dafür eben Schulungen organisiert über den Kommunikationsbereich.
Warum muss man das machen? Was wissen wir denn eigentlich davon, von dieser Arzt-Patient-Kommunikation? Da werde ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Es ist zum Beispiel, dies sind ganz viele Studien zusammengefasst und dann weiß man eigentlich, wenn man die alle zusammenfasst, Meta-Analysen nennt man das, dass Ärzte oder andere Professionals, die einfach was empathischer sind, eine warme Haltung haben, dass die wirksamer sind, dass deren Ziele eher erreicht werden, dass Patienten zufriedener sind, dass die eher ihre Medikamente nehmen. Dus das hat einen deutlich positiven Effekt. Dies ist dann eine sehr interessante Studie. Hier hat man schwangere Frauen während des Eingriffes gefragt, welches Schmerzmittel dann sie haben wollten, und sie eingeteilt in zwei Gruppen. Der einen Gruppe hatte man gesagt, sie werden einen harten Stich spüren. Das ist der schlimmste Schmerz. Der anderen Gruppe hatte man gesagt, die hat man eher ein bisschen beruhigt und gesagt, ja, ein lokales Schmerzmittel und wir tun alles, dass sie sich so gut möglich fühlen. Und was war? Die zweite Gruppe hatte weniger Schmerzen. Das heißt, eine einzige Instruktion während einer so wichtigen Situation wie hier, während der Geburt, kann schon einen großen Unterschied machen im Schmerz. Wobei die Warnung von bestimmten Nebenwirkungen genau das Gegenteil leider erreichen kann. Also es ist total gut gemeint, aber leider kann man damit genau das Gegenteil erreichen. Wir wissen auch aus einigen Studien, dass es wirklich auch helfen kann. Hier zum Beispiel waren es Menschen mit einem Windmühlensyndrom, die allerlei Beschwerden hatten. Und wenn man die dann aufklärt über das Phänomen von dem Nocebo-Effekt, dass das hilft, um die Beschwerden auch zu vermindern. Das macht eigentlich, dass es wichtig ist, dass wir da auch Schulungen entwickeln. Und ich lasse Ihnen da ein paar Beispiele mal gerne sehen. Warum macht man die Schulungen dann? Na, es ist einerseits natürlich das Bewusstsein, die Sensibilisierung, dass dies eine große Rolle spielt, zum Beispiel für Nocebo-Effekt, aber auch für Placebo natürlich. Und natürlich dann eben die Interaktion zu optimalisieren. Und wir haben da zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, aber wir haben da mittlerweile vorbei ein europäisches Netzwerk, wo wir eben diese Art von Tools entwickeln für die Schulung. Und ich zeige Ihnen dann ein paar Beispiele. Das sind zum Beispiel E-Learnings, das heißt ganz einfach, digital kann man das selbstständig machen. Mehr in der Praxis ist es Virtual Reality oder mit einem App, wo man dann täglich üben kann. Zum Beispiel in so einer E-Learning, welche Themen sind denn da? Na, dann lernt er erst so, was kann ich machen, wie kann ich was empathischer sein? Wie kann ich Erwartungen vom Patienten besprechen? Wie kann ich eigentlich gut erklären, was wir hier machen? Und wie muss ich eigentlich über Risiken und Nebenwirkungen sprechen? Na, das sind typische Sachen und die sind vorbei, in den Niederlanden ist das schon gratis ersetzlich. Na, Virtual Reality. Dann kriegt man so eine Brille auf und dann übt man wirklich mit einer virtuellen Person einen bestimmten Kasus, zum Beispiel jemand, der sich sehr viel Sorgen macht. Und man kriegt dann automatisch Feedback auf das eigene Verhalten. Und das Gleiche eigentlich auch im App. Na, das sind mögliche Beispiele, die wir ganz konkret dann können machen, um Ärzte, Krankenschwestern und wen dann auch zu helfen, den Placebo-Effekt besser zu gebrauchen und Nocebo-Effekte zu minimalisieren. Natürlich, wir die Gesundheitsfürsorge im Endeffekt besser zu machen und dem Patienten zu helfen und im Endeffekt auch die Kosten zu drücken. Ja, ganz herzlichen Dank für diese anschauliche Präsentation. Ich ziehe eine der Fragen, die schon eingereicht wurden, mal vor, weil ich finde, sie passt ganz gut zu dem, was Sie erläutert haben. Und zwar ist es die Frage, Ärzte haben zunehmend weniger Zeit für die Patientinnen und Patienten. Hat man Erfahrungen, hat man bereits untersucht, wie sehr das die Placebo-Wirkung reduzieren kann? Ja, das ist eigentlich eine vielgehörte Frage, so von, ich würde es ja gerne machen, aber ich habe leider keine Zeit. Und ich gebe Ihnen dann immer ein Beispiel einer Studie, was ich dann so interessant finde. Zum Beispiel der Unterschied, wenn man steht oder sitzt während einer Interaktion mit dem Arzt, gibt dem Patienten zum Beispiel das Gefühl, ob es länger oder weniger lang gedauert hat. Das heißt, wenn der Arzt sitzt
und den Patienten anguckt, hat das einen viel besseren Placebo-Effekt, als wenn der steht und gleichzeitig zum Beispiel Computerschirm guckt. Solche kleine Sachen können einen großen Unterschied machen. Das gleiche wie mit dem Beispiel dieser einen Instruktion bei den schwangeren Frauen. Also natürlich Spielzeit kann auch eine Rolle spielen, nur in den Schulungen lernt man gerade, wie man auch mit wenig Zeit doch den Placebo-Effekt gut einsetzen kann. Okay, vielen Dank. Professor Caligiuri, Corona, Covid-19, Ihre Studien haben gezeigt, dass das ein anschauliches und zugleich faszinierendes Beispiel dafür ist, wie soziale Medien enorme Auswirkungen auf Nocebo-Effekte und in diesem Fall wohl leider deutlich als stärker als auf Placebo-Effekte auslösen können. Was denken Sie, wo liegen die besonderen zukünftigen Herausforderungen im Umgang mit der Beeinflussung von PatientInnen und letztlich deren Krankheitsverlauf mit Blick auf die Verbreitung von Informationen und auch von Falschinformationen in den sozialen Medien? I want to switch to English now for a moment to repeat the question in English. Professor Caligiuri, Corona, COVID-19, your studies have shown that this has been a fascinating and powerful example of how nocebo effects can spread socially. Above all, social media and all the discussions on social media are an important element to nocebo effects, more than to placebo, I think. So what do you think? What is one of the most important challenges for the future to deal with this way of influencing patients and last but not least, the course of disease by social media? Yeah, thank you for the question. I think one of the most important things is trying to balance the information people receive about side effects with the ethical need to warn them about side effects. So how can we give people information about side effects without eliciting negative expectancies and causing nocebo effects? And I'll talk you through some of our research on that. So I want to talk a little bit about the nocebo effect, which you've heard about already, but really what I want to do is to highlight the societal effect that nocebo effects can have. So Andrea referred to this before, this problem of wind turbine syndrome. So this has been quite big in Australia, where some people have come to believe that wind turbines actually cause adverse health symptoms. But our peak medical body, the NHMRC in Australia, the National Health and Medical Research Council actually did a big review into this and found that there was no evidence that infrasound causes adverse health effects relative to placebo. And actually, we've done some research to show that people who have negative expectations about wind turbines actually experience worse side effects when they're exposed to both infrasound and to a placebo, which is suggesting it's a nocebo effect. But what I want to highlight is that this nocebo effect was actually so powerful that it caused people to protest in Australia against wind turbines. So these people here are protesting outside our Parliament House in Canberra. And actually, it had an influence on our public policy because the Prime Minister at the time, Tony Abbott, actually reduced investment in wind turbines, citing concerns over ill health effects. So you have this nocebo effect that's causing protests and actually reducing investment in renewable energy, which is pretty incredible. But of course, that's not the only example of a societal level nocebo effect. One of the great recent examples comes from coronavirus. So not only was coronavirus unprecedented in terms of its spread, but there was also this unprecedented amount of social information and social media about COVID itself and its vaccinations. And I'll highlight two examples here. These are two tweets, one by Elon Musk and one by Nicki Minaj, where Elon Musk tweets after one of his second vaccinations, and he says he had major effects from it, he felt like dying, and he basically implied that he might have permanent effects as a result of this. And Nicki Minaj's was a bit more extreme. She tweeted that a cousin's one of her cousin's friends actually became impotent after having the vaccination. He was due to be married, but the lady he was going to marry called it off because of this. So it's pretty extreme representation of adverse effects online. But you can see just how highly viewed these were. 20 million views for Elon Musk. I think 150,000 likes for Nicki Minaj's tweet. So pretty incredible reach. And so we've been interested in
in looking at whether exposure to social media actually influences side effects from COVID vaccinations. And we ran a study where we got about 500 American participants to complete a survey before they got their vaccinations about their social media exposure and their expectancies for side effects from the COVID vaccination. And then they reported on their actual experience of side effects. And the results we found were quite interesting. We basically found that the more people were exposed to social media posts about COVID vaccinations and side effects, the greater their side effect expectations were, and actually the worse side effects they got. So this study shows that actually exposure to social media exacerbates negative expectancies and side effects via the nocebo effect. And so, as I referred to before, one of the things that I'm really interested in is how we try to resolve this problem. And I've referred to it as a paradox because we do need to warn people about side effects. It would be completely unethical if we didn't warn patients about side effects of a medication. But actually, in warning them, we're harming them by inducing negative expectations and therefore nocebo effects. So we've been interested in something called positive framing as a possible solution to this. So side effect warnings are typically negatively framed. We say 30% of people will experience nausea, for example. But some experimental work in our lab has shown that if we flip that around and positively frame the information, so we say that 70% of people will not experience nausea, we actually get less side effects. And what's really interesting about that and exciting about that is that we're maintaining informed consent. We're not lying to people and saying there's no side effects. We're still disclosing the side effects. We're just doing it more positively. And I won't go into this in any great detail, but we recently ran a study looking at whether this positive framing could actually reduce side effect concerns for COVID vaccinations. And we did this in about 1,200 participants from the UK. And we found that when the vaccine was something that they hadn't had already, so they might have known about it, but they hadn't had it, or it was a completely novel vaccination, positive framing actually reduced the concerns they had about the COVID vaccination, which is quite interesting and I think quite promising. So altogether, I think this shows that nocebo effects can cause significant societal harm. Exposure to social media may exacerbate these societal level nocebo effects, but it may be possible to adjust the way we deliver information about side effects to reduce nocebo effects while still maintaining informed consent, such as positive framing. Thank you very much. Soziale Medien. Am Anfang sprach ich, glaube ich, von Fluch und Segen. Das kann man wohl auch für die sozialen Medien so bestätigen. Ja, nach vier hochinteressanten Statements unserer vier Podiumsteilnehmenden richte ich jetzt gerne noch einmal die Aufforderung an die Journalistinnen und Journalisten, uns gerne Fragen zukommen zu lassen. Eine Frage kann ich aufgreifen, die ich vorhin zurückgestellt hatte. Ich richte sie einfach mal an Sie alle vier. Lässt sich eine positive Wirkerwartung quasi erlernen, sodass man als eher skeptische Patientin, als skeptischer Patient stärker von dem Placebo-Effekt profitieren kann? Herr Professor Rieck. Ja, fange ich mal an. Als Psychologe lebe ich davon, dass ich daran glaube, dass Menschen lernen können und sich verändern können. Also insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass das möglich ist. Aber die Frage ist natürlich schon, wie man das wirklich ganz grundsätzlich vom tiefsten seiner Seele her, ein Pessimist und sehr negativ eingestellt auf Erwartungen, auf Behandlungen, wie kann man damit umgehen, als so ist. Und wir haben da durchaus Strategien entwickelt. Und auch hier geht es darum, jetzt nicht irgendwie komplett die Welt neu zu erklären, sondern wirklich eher so kleine Impulse zu geben, um aus dieser Falle einer zu extremen Erwartung im negativen Sinne herauszukommen. Zum einen ist erstmal überhaupt wichtig, die Erwartungen zu formulieren, die in Worte zu fassen, weil ich kann Erwartungen dann am besten überprüfen, wenn ich sie auch erstmal in Worte gefasst habe und nicht so diffus lasse, das ist alles furchtbar oder so, ne? Sondern dass ich genau formuliere, was erwarte ich denn Schlimmes also ist. Und dann kann ich nämlich als nächsten Schritt auch sagen, woran kann ich das denn erkennen, dass es wirklich so schlimm kommt? Oder woran kann ich auch erkennen, dass ich mit meinen negativen Erwartungen überhaupt falsch lag? Also welche
Hinweisreize, welche Informationen können auftreten, die mir helfen zu prüfen, ob meine Erwartungen richtig sind oder falsch. Weil viele Menschen mit negativen Erwartungen bleiben so ein bisschen auch wie unsere depressiven Patientinnen und Patienten in so einem Grau in Grau und beobachten nicht mehr genau, was passiert. Und damit gibt es natürlich auch keine Möglichkeit, falsche Erwartungen zu korrigieren. Wenn ich nicht mehr die Umgebung, die Information aus der Realität richtig aufnehme, dann bleibe ich auf meinen negativen Erwartungen sitzen. Also insofern ermuntern wir dann da, was sind denn Informationen, die Sie nehmen können, zu prüfen, ob Ihre negativen Erwartungen falsch sind oder richtig sind, ob die korrigiert werden müssen oder nicht. Und wir ermuntern natürlich überhaupt, dass wir Menschen davon leben, dass wir uns immer wieder adaptieren an die Umwelt. Dass der Mensch, der nichts verändert, der ist irgendwann tot. Also tot sind alle irgendwann, aber der ist früher tot als im Mittel als die anderen. Das heißt, wir versuchen auch allgemein zu motivieren, immer wieder zu prüfen. Liege ich denn richtig mit meinen Einstellungen, mit meinen Erwartungen? Oder ist Zeit, die auch mal wieder zu adaptieren? Insofern erstmal kleine, klingt wie kleine Tricks sozusagen oder kleine Impulse, aber unterm Strich zeigt es sich doch, dass wir damit viele Menschen auch erreichen können. Vielleicht kann ich noch einen anderen Aspekt ergänzen. Also Lernen ist ja grundsätzlich die treibendste Kraft von Erwartung, die wir so haben. Das ist das Grundprinzip. Ich mache eine Erfahrung und dadurch extrapoliere ich, was mir in der Zukunft passiert. Und ein spannender Aspekt, den wir gerade in der Forschung verfolgen, ist das Prinzip, was Professor Colagiuri gezeigt hat, mit sozialem Beobachtungslernen umzudrehen. Denn wenn ich selber viele negative Erfahrungen gemacht habe, dann macht es vielleicht Sinn, mich Informationen zu exponieren, mit jemandem zu sprechen, jemanden zu sehen, dem eine Behandlung gut getan hat. Das heißt, ich muss für Lerneffekte eine Erfahrung nicht immer zwingend selber machen, sondern wenn ich mir die Informationen und die Menschen, mit denen ich spreche, gut aussuche und nicht Elon Musk nehme während der Covid-19-Pandemie, sondern einen Patient, der eine bestimmte Behandlung gut überstanden hat, dann kann das auch meine Erwartung über den Zeit wieder fördern, selber von einer Behandlung zu profitieren. Das ist eine der Hot Topics, Social Observational Learning, Beobachtungslernen und wie man das auch sinnvoll in Therapien mit einbeziehen kann. Sie wollten auch noch ergänzen? Ja, ich kann da auch ruhig noch was zu ergänzen. Was wir in der klinischen Praxis sehen, ist eigentlich, dass am Anfang haben wir uns ja immer auf den Placebo-Effekt sehr konzentriert, aber dass die Reduzierung des Nocebo-Effekts und dann besonders bei den Patienten, die doch schon ein bisschen verletzlich sind und die doch schon eher sehr pessimistisch sind, dass das vielleicht noch die wichtigste klinische Aufgabe ist. Und dann reicht es eben oft schon, genau wie der Herr Professor Rief schon sagte, dass man denen hilft, einfach ein bisschen weniger pessimistisch zu sein. Im Endeffekt sehen wir, dass die Unterschiede zwischen Menschen sind viel größer als die Veränderungen, die eine Person im Leben macht. Nur das ist auch gar nicht schlimm. Das macht ja auch die Reichhaltigkeit unserer Gesellschaft aus. Nur eben den Leuten helfen, die da wirklich Probleme durchentwickeln. Und das sind eben vor allen Dingen die Leute, die eben so ganz starke Nocebo-Effekte haben. Und da haben wir glücklicherweise eben immer mehr Methoden. Und die sind eben ähnlich, wie auch im Grunde in der Psychotherapie schon ganz lange auch zugefasst wird. Das ist auch sehr schön, um zu sehen, wie die verschiedensten Disziplinen dann eigentlich da zusammenkommen. Ja, vielen Dank für die ausführlichen Antworten auf die Frage von Frau Fuchs. Es liegt mir noch eine Frage vor von Herrn Marc Herwig von der Deutschen Presseagentur, der den Bogen ein bisschen größer schlagen möchte. Und zwar fragt er, ist die Placebo-Forschung indirekt auch ein Beleg für die Wirksamkeit von Homöopathie und andere umstrittene alternative Heilmethoden? Kann die Placebo-Forschung eventuell eine Brücke zwischen Schulmedizinern und Heilpraktikern schlagen? Ich fange mal dazu an, weil wir gerade auch ein Review dazu verfasst haben als solches. Sie haben das Spannungsfeld aufgegriffen mit Ihrer Frage, ein Feld, das nicht immer durch konstruktive Dialoge unbedingt gekennzeichnet ist. Also wir wollten es aber auch mal wirklich andersherum aufziehen, nicht ein Bashing auf die eine oder andere Seite, sondern mehr in die Richtung auch, was kann man denn lernen jetzt auch aus der Homöopathie. Und von dem, was wir jetzt experimentell mit unseren Studien untersucht haben, finden wir einfach extrem viel in dem, wie Homöopathie-Expertinnen und Experten mit ihren Patienten und Patientinnen umgehen. Das heißt, sich Zeit nehmen, das war vorher schon ein Thema, was angerissen wurde, auch ein
Rituale einbauen als solches waren Themen, die angesprochen wurden. Und gut informieren, das sind alles Aspekte, die wir, wo wir sagen müssen, ja, haben wir die in der Medizin verloren, müssen wir nicht wirklich alle daran arbeiten, dass die wieder in die Medizin zurückkommen. Das ist wirklich auch die Brücke, die ich sehe. Aber ich will auch da keinen Hehl daraus machen. Ich würde es auch nicht überbewerten wollen, dass die Brücke jetzt zu sehr begangen werden muss. Weil es gibt natürlich einen Schatten, den wir einfach immer da sehen müssen. Es ist eine Fehlinformation, die bei der Homöopathie gegeben wird. Und da sind wir einfach an einem ethisch-kritischen Punkt. Wenn ich Informationen gebe über ein Wirkmodell, was als solches nach aktuellem wissenschaftlichen Stand falsch ist, dann täusche ich den Patienten. Und das ist das, was wir in der Placebo-Forschung nicht machen wollen. Wir wollen nicht von der Täuschung abhängig sein, sondern wir wollen ethisch korrekt vorgehen, aber diese Mechanismen so positiv wie möglich nutzen, die gerade in der Homöopathie deutlich besser genutzt werden als in der Medizin, die wissenschaftlich fundiert ist. Vielen Dank. Noch Ergänzung? Ja, vielleicht kann ich dazu kurz noch was ergänzen. Was ich immer ganz wichtig finde, dann zu erklären, ist, es gibt in dem alternativen Bereich auch viele Leute, die sagen, ja, aber es ist doch gar nicht schlimm, wenn es einfach der Placebo-Effekt ist, der funktioniert. Und dann sage ich immer, doch, das ist sehr schlimm, wenn das das Einzige ist, was funktioniert. Was wir ja untersuchen, ist der Extra-Effekt. Das heißt, die Behandlung selbst muss auch immer einen einzigen Effekt haben. Das ist ja genau, was die Professor Bingel schon so schön am Anfang erklärt hat. Man braucht da einen Unterschied. Das heißt, dann, es ist nicht sinnvoll, um irgendeine Behandlung, welche dann auch zu propagieren, die nur einen Placebo-Effekt hat. Und das ist eben der wichtige Unterschied da. Eine letzte Frage, die uns noch erreicht hat und vielleicht auch ein bisschen daran anschließt, ist, sind Erwartungen immer entweder positiv oder negativ? Welche Rolle spielen gemischte Erwartungen nach dem Bild zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Schwarz und Weiß? Da musst du drauf antworten, weil wir haben das, du hast es gerade untersucht, zu meiner großen Überraschung. Ja, also ich kann es als Dialog zwischen uns beiden darstellen. Frau Bingel und ich hatten da intensive Diskussionen, bevor wir mit den Projekten im Sonderforschungsbereich starteten. Reicht es, wenn ich nur positive oder nur negative Erwartungen messe, weil das andere ist ja sowieso nur das Spiegelbild davon, ne? Und ich bin froh, dass ich mich durchgesetzt habe, Uli, ich glaube, du bist mir auch nicht mehr böse deswegen, dass wir gesagt haben, wir messen beides als solches. Und wir haben genau nämlich das gefunden, was Sie andeuten in dieser Frage. Menschen können gleichzeitig positive und negative Erwartungen haben. Menschen können extrem positive Erwartungen an eine Behandlung haben, aber erwarten auch etwas Nebenwirkungen. So nach dem Motto, irgendwie, es muss auch ein bisschen wehtun, damit etwas gut wirkt. Also die Erwartungen können sehr komplex sein und ich kann gleichzeitig Erwartungen haben, die auf den ersten Blick sich etwas widersprechen. Aber so sind wir Menschen halt, dass wir zwei Seelen und mehrere Seelen in unserer Brust haben können. Und das war sehr beeindruckend. Also diejenigen, die mit Korrelation sich auskennen, die positiven Erwartungen haben fast zu null korreliert mit negativen Erwartungen. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Dimensionen, die man in der Erwartungsforschung auch getrennt berücksichtigen muss. Willst du mich korrigieren, liebe Uli? Absolut nicht. Professor Colagiuri. Yeah, so I would just add that I would just add that I think we know that there's sort of some uncertainty around expectancy. You can have a generally positive expectancy, but you might not be sure. And certainly some of the new cognitive and neuroscientific models of placebo effects and nocebo effects are starting to incorporate that. So it might be like, I think I'll get better, but I'm not that sure about it, versus I really know that I'll get better. So I think, you know, there is a range of, we don't always have these perfect unitary expectancies. There's variance in those that may interact with how strong a placebo or nocebo effect you get. Ich schaue auf die Uhr und nehme noch eine einzige Frage auf, die sehr kurz ist. Soll ich als Patientin den Beipackzettel lesen? Was empfehlen die ExpertInnen? Der Beipackzettel ist sehr interessant, wenn Sie wissen wollen, wie Sie das Medikament lagern, ob Sie es morgens oder abends nehmen und vor oder nach dem Essen. Für alles andere würde ich Ihnen empfehlen, besprechen Sie das mit Ihrem Arzt oder ihrer Ärztin, denn im Beipackzettel steht auf 3 Seiten kurz gefasst Tod und Verderben und überhaupt nicht, welcher Therapieeffekt in ihrer speziellen Situation über
erreicht werden soll. Deswegen empfehle ich eher, besprechen Sie es mit Ihrem Behandler und Ihrer Behandlerin, denn der kann auch individuell und personalisiert sagen, wie die Risiken für Sie sind und nicht für die anderen 5000 Patienten, die in der Zulassungsstudie waren. Und wenn der Arzt dann die Schulung gefolgt hat, dann weiß er genau, wie der auch die Patienten informieren muss über Placebo- und Nocebo-Effekte. Also das kommt dann und von selbst wird das dann auf jeden Fall die gute Beweisung sein. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei den Teilnehmenden hier auf dem Podium. Ich bedanke mich auch bei den zugeschalteten MedienvertreterInnen und gerne können Sie schnell noch irgendein Verkehrsmittel auswählen und hier zur Tagung anreisen. Sie sind gerne willkommen, auch sich nochmal vertieft Vorträge anzuschauen oder einfach nur mal hier und da hineinzuschnuppern. Schade, dass Sie nicht vor Ort sein können, aber ich hoffe, dass dieses Format trotzdem einen Großteil Ihrer Fragen beantwortet hat und dem Thema und seiner Bedeutung auch nochmal die entsprechende Unterstützung geboten hat. Ja, in eigener Sache möchte ich noch einen kleinen Werbeblock zum Schluss loswerden. Und zwar die Universität Duisburg-Essen gibt regelmäßig ein sogenanntes Forschungsmagazin heraus. Und das neue Heft zum Thema Gesundheit geht Ende Mai in den Druck. Und in diesem Magazin ist unter anderem auch ein schöner, gelungener Beitrag über die Arbeiten von Frau Professor Bingel, aber auch noch vieles, vieles mehr, was darüber hinaus an der Universität Duisburg-Essen im Bereich der Medizin, aber auch in den anderen Forschungsbereichen stattfindet. Ganz herzlichen Dank und Ihnen wünsche ich viel Erfolg für eine sehr produktive und auch gute Tagung. Vielen Dank.